Ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu Warhammer Mark of Chaos. Ja, es geht weiter mit unserer Kampagne. Das letzte Mal haben wir, beim letzten Mal haben wir erste Dorf gehalten. Jetzt geht der Feldzug weiter. Treffen mit Schön, Feldsturm. dass ihr da seid. War ein harter Weg, aber jetzt sind wir hier. Gut, meine Leute sind bereit. Wenn eure ausgeruht sind, planen wir den Angriff. Wir rüsten uns bei Tagesanbruch. Gut. Machen wir. Haben wir da irgendwas jetzt dazu bekommen? Nee, haben wir nicht. Okay. Ich dachte, wir haben wieder so ein Regiment dazu bekommen, aber haben wir nicht. Der Fluss Ostwasser kreuzt unsere Marschlinie. Die Brücke würde die Armee nach Norden führen, in Feindesland. Aber euren Speeren zufolge gibt es im Osten eine Furt. Ich muss erstmal kurz speichern. Ich habe nämlich letztes Mal nicht gespeichert. Gut. Duell. Blockade. Als die Armee der Ostmark sich dem Vorposten nähert, taucht ein einzelner Krieger auf. Es ist ein riesiger Ork, der herausfordernd seine Axt hebt. Jetzt werden wir sehen, ob sich meine Duell-Skills ausgezeichnet haben. Mal sehen, ob ich das schaffe. Orks leben für den Kampf. Je brutaler und erfolgreicher ein Ork ist, desto größer wird er. Ork-Wargbosse sind also die grausamsten Krieger ihrer Art. Der Feind wurde. Ihr kommt nicht vorbei! Ich füttere mit euch die Squeaks! Bist du tapfer genug, mich alleine Wir werden diesen Abschaum hinfortjagen! Ich bitte nicht um Schonung! Und ich gewähre auch keine! Doch, sieht es ziemlich ausgeglichen aus. Der hat gesessen. Heiltank werde ich wohl nicht brauchen. Die Armee des Imperators wird angegriffen. Die Armee? Nö, die Armee nicht. Die Imperiums werden Geschichte schreiben. Der Imperator befiehlt. Meins. Oh, ein gesegnetes Schwert. Die Grünhäute ziehen sich zurück. Preiset Sigmar! Der Sieg ist unser! Das war einfacher als gedacht. Tja. So schnell kann ein Ork-Boss fallen. Hui. Als Ork-Boss besiegt war, floh seine Armee in Panik. Stefans Krieger durchsuchten ihr Lager und fanden 2000 Gold. Das ist doch geil. Und er hat sogar einen Punkt bekommen. Genialer Anführer. Der maximale Moralwert des Helden und des angegliederten Regiments erhöht sich um 4% pro Stufe. Warum eigentlich nicht, ne? Die Trefferchance steigt. Wird die Rüstung.
erhöht die Rüstung des Helden und des irgendwie Regiments um 2. Okay. Ah ja, hier ist das gesegnete Schwert. 25% Trefferchance, 10% Angriffstempo. Was haben wir hier? 15% Trefferchance. Ja, dann kommt das weg und wir nehmen das gesegnete Schwert. Das ist ja wohl logisch. Und dann verkaufen wir das. Und wir kaufen ihm jetzt mal. Ah, wohl doch kein Reiter. Ich weiß nicht, ich finde den irgendwie so geil, den Stefan von Kessel. Weiß ich nicht so recht. Das haben wir alles noch. Schwache Heiltrank, obwohl den können wir rausschmeißen, nehmen wir einen starken rein. Das gleiche auch hier. Dann nehmen wir noch einen mittelstarken mit rein. Und dann war's das. Mehr muss ich jetzt hier gar nicht groß ändern. Und dann geht's da oben weiter, nach Gotterung. Ist das, glaube ich. Ja, Gotterung, Festung der Finsternis. Die von Chaos besetzte Festung muss um jeden Preis zurückerobert werden. Eure Truppen müssen die Mauern durchbrechen und die Burg stürmen. Hauptmann Feldsturm ist ein Belagerungsexperte, beherzigt also seine Ratschläge. Das heißt, wir brauchen jetzt hier Belagerungswaffen, denke ich mal. Oder? Nee. Wir haben ja noch einen anderen Hauptmann bei uns. Ja, Kavallerie wird dann hier wohl nicht so sinnvoll sein. In den Kampf. So was schon erlebt? Ja, aber vom Burginneren aus. Wir haben keine Zeit für eine lange Belagerung. Es können jederzeit weitere Barbaren eintreffen. Ihr müsst die Mauern stürmen. Das wird blutig. Sehr blutig. Meine Kanonen schlagen vielleicht eine Bresche, wenn's gut läuft. Ihr müsst rein, durch die Mauern oder darüber. Die Geschütze stehen, Hauptmann. Wir haben die Mauerbasis und die Welle im Visier. Sehr gut. Beginnt auf Hauptmann von Kessels Befehl mit der Bombardierung. Ja, Hauptmann, wir verpassen denen einen Geschosshagel. Der freut sich schon drauf. Festung der Finsternis. Die vom Chaos besetzte Festung muss um jeden Preis zurückerobert werden. Nur Truppen müssen die Mauern durchbrechen und die Burg stürmen. Hauptmann Feldsturm ist ein Belagerungsexperte, beherzigt also seine Ratschläge. Der Feind wurde erspäht. Gut. Ich beherrsche die Kräfte der Pyromantie. Tut damit rein. Eine Niederlage ist ausgeschlossen.
Ich werde meine Männer zum Sieg führen. Euren Enkelkindern wird man von dem Tag erzählen, da das Imperium den Schatten des Chaos aus diesem Land vertrieben hat. Und ihr werdet zu den Gesegneten zählen, die sagen können, ich war dabei. Auf zum Sieg! Feuer! Ihr könnt die Schwachstellen der Burg angreifen. Doch um zu siegen, müsst ihr die wichtigen Positionen erobern. Meine Kanonen machen Schutt aus den Mauern, Stefan. Gut. Die Götter gewährten uns diesen Tag, um Ruhm zu erlangen. Ich beherrsche die Kräfte der Pyromantie. Das wollen wir mal. Oh, es geht sogar mit Zeit. Der Feind wurde erspäht. Wir haben 10 Minuten. Das sieht doch gut aus. Die Armee des Imperators wird angegriffen. Ah. Krieg ordentlich einen rein. Der Feind wurde erspäht. Macht des Axi! Zerstör sie! Sigmas hat den Feind zerschmettert. Out, Todbringer. Den Flammen des Schicksals kann man nicht entfliehen. Und Äxte, jede Menge Äxte. Der Angriff ist ziemlich riskant, Stefan. Der Feind wird euch hinter den Wellen auflauern. Die Armee des Imperators wird angegriffen. Die Macht Sigmas hat den Feind zerschmettert. So wie die Flamme nach Brennstoff sucht. Aber ich kann dem tapferen Soldaten auch stehen unter mein Kommando. Wieso ist der nicht mehr in seinem Regiment? Ach, noch mehr Todbringer. Wir werden das Schlachtfeld beherrschen. Ach so, weil die Musketenschützen gefallen sind. Deswegen ist er nicht mehr da drin im Regiment gewesen. Ich bringe den Feinden des Imperators den Tod. Bete zu Sigma. Autsch. Lord Teclis hat mich die Kunst des Feuers gelehrt. Die Armee des Imperators wird angegriffen. Ha, wir haben eine Bresche, Stefan. Endlich. Lass sie büßen. Pulvertropfen. Das Pulver steckt drin. Aber zuerst muss der Turm dann auch fallen. Nein. Oh, diese Todbringer. Was soll ich für euch tun, General? Ich folge der Flamme. Der Feind wurde erspäht. Ich beherrsche die Lehre des Feuers. Was haben wir denn hier? Barbaren, ungeteilte Chaosritter. Autsch. Ihr finstes Axi, höre mich an! Ich komme aus den Schulen der Magie. Morg hat einen der besten Krieger des Imperiums gewählt. Das Imperium wird auch siegen. Abschießen! Das Imperium wird auch siegen. So viel zu meinem Feuer, Magier. Das Imperium wird auch siegen. Aber Helden können, glaube ich, nicht ganz sterben. Kanone! Schützt die Kanonen! Ohne sie kommen wir nicht durch! Qualität aus Null, ihr haben alles gegeben. Genau, schützt die Kanonen. Der Imperator belohnt die Tapfersten. Die Freunde des Imperiums werden bedrängt. Ich werde in vorderster Reihe kämpfen. Sprengt sie in Stücke! Wir werden das Schlachtfeld beherrschen. Eure tapferen Soldaten haben alles gegeben. Ich hab nicht mehr viele. Ich muss meine Position ändern.
Die Armee des Imperators wird angegriffen. Oh, überall Axtwerfer. Eine Niederlage ist ausgeschlossen. Die Feinde, ja, der Wahnsinn. Ihren Blut zahlen. Zerschmettert. Unser Vormarsch muss weitergehen. Kämpft für das Imperium. Eine Niederlage ist ausgeschlossen. Es wird keinen Rückzug geben. Tja. Zum Feiern. Irgendwie sind die außer Reichweite, wa? Ach, die müssen da erst hingehen. Oh Mann, ja, super. Ja, okay, das war's dann wohl. Das muss ich das nächste Mal anders machen. Ich werde die Schlacht von woanders beobachten. Das Imperium wird angegriffen. Kämpft für das Imperium. Wir brauchen diese Kanonen intakt. Wie die Götter wünschen. Zerschmettert. Die Freunde des Imperiums werden bedrängt. Wir werden obsiegen. Die Götter gewährten uns diesen Tag, um Ruhm zu erlangen. Meine ganzen Wege drauf. Die war ja wohl ein bisschen zu offensiv. Wie lautet euer Befehl, mein Lord? Feind wurde erspäht. Keiner kann diese Kreaturen. Heute wartet blutige Arbeit auf uns. Ich werde die Schlacht von woanders beobachten. Qualität aus Null des Imperiums werden Geschichte schreiben. Heben! Aber ich glaube, ich habe es gleich doch noch geschafft. Preiset Sigma! Ja. Oh der Mann, Sieg ey. Ein Schwertkämpfer habe ich noch. Das war aber sehr verlustreich. Oh Mann, ey. Ist ja der Wahnsinn. Das Imperium ist wieder sicher, vorerst. Stefan von Kessel hat alles gegeben. Von Kessel, euer Bericht! Es war ein harter Kampf, Fürst. Dieser Abschaum leistete erbitterten Widerstand und wir verloren viele Männer beim Sturm auf die Mauer. Von der Festung ist leider nicht viel übrig. Anstatt Gotterung zu erobern, habt ihr es zerstört, von Kessel? Es wäre besser, wenn wir die Festung halt erobert hätten, Hauptmann. Es ist viel Arbeit, diesen Ort wieder nutzbar zu machen. Wäre es euch genehm gewesen, wenn wir die Welle über unsere gestapelten Toten erstürmt hätten? Eure Frechheit ist eine Schande, von Kessel. Muss ich mir dieses Gemaule anhören? Ihr denkt... Genug der Ausflüchte! Ihr bleibt hier, bis ich eine Aufgabe für euch habe. Was geeignetes für jemanden mit eurer Einstellung? Bringt mich jetzt zu Hauptmann Feldsturm. Fürst Otto von Gruber, ich bin der Marschall der Reiklandgarde. Ich bringe Nachrichten aus Nulln vom Imperator. Reichmarschall Trenkenhoff, der Magnus Ritter in Kislev anführte? Genau. Und jetzt Großmeister der Leibwache von Imperator Magnus. Lasst die Kriecherei, von Kessel. Ihr macht euch dreckig. Nachrichten des Imperators, sagtet ihr? Es sind nicht zufällig Befehle. Der Imperator ist der erste und der gleichen Fürst. Er schickt seinen Cousins Anfragen, keine Befehle. Wenn der Imperator meint, dass seine Hilfe anderswo dringender benötigt wird, könnte er sie euch entziehen. Also wie lauten diese Anfragen? Kurz gefasst. Unsere Freunde in Ultuan, die Elfen, haben Unterstützung geschickt. Wir haben erfahren, dass eine große Schar von Chaos-Strolchen von Kislev südwärts marschiert. Ein Botschafter Ultuans, Akolyt des Lehrmeisters Teklis, wurde vom Feind eingeschlossen in der Nähe der Nordlandküste. Wozu brauchen die Elfen uns? Lehrmeister Teklis gründete die Schule der Magie, wo er Kampfzauberer ausbildet. Falls euch ihre Dienste interessieren sollten, solltet ihr ihnen vielleicht jetzt einen Gefallen erweisen. Kampfzauberer? Ich werde mich persönlich mit den Elfen treffen. Nein, ihr werdet mit eurer Armee nach Osten ziehen, wo die Feinde zahlreicher sind. Es heißt,
dass unter ihnen einer ist, der die Stämme wieder vereinen möchte. Schickt einen Teil eurer Truppen unter eurem besten Mann zu den Elfen und führt den Rest der Männer ostwärts. Nordland durchqueren, um Elfen zu retten? Der Arme, den es trifft, tut mir jetzt schon leid. Stefan, mein Junge, wollt ihr euch mit dem Botschafter treffen? Bei Fremden habt ihr bessere Manieren als die anderen Hauptmänner. Die Elfen sollen sehen, was unsere Männer wert sind. Das ist ein guter Spruch. Alter, war das verlustreich. Nur ein Schwertkämpfer und meinen Helden habe ich noch. Oh, und eine Großkanone, die aber nicht mir gehört. Wahnsinn. Die Heere Ultuans. Die Truppen des Chaos formieren sich zu einem neuen Angriff. Daher wird die Hilfe der Hochelfen dringend benötigt. Mit dem Rücken zum Meer kämpfen die Hochelfen darum, in den Landen des Imperiums Fuß zu fassen, während die wilden Horden des Nordens sie immer wieder attackieren. Der Reichsmarschall befahl Stefan von Kessel, zur Nordlandküste vorzurücken und sich dort mit den eben aus Ultuan eingetroffenen Truppen zu treffen. Es war keine leichte Mission. Die Krieger des Chaosgottes lagen zwischen Stefan und den Elfen und eine versteckte Gefahr lauerte in den dunkelsten Schatten. Ja. Der gute Teklis kommt zur Hilfe. Gut, dann sind wir jetzt hier also im zweiten Kapitel. Ich würde sagen, wir schauen hier mal ins Lager. Ja, zum Glück habe ich ja zwei Regimenter nicht eingesetzt, die habe ich ja noch und ich durfte die Kanonen mitnehmen. Wow. Das war teuer. Aber wir haben auch viel Gold bekommen. Was ist das denn? Plus 2 Rüstung. Ja, das ist auf jeden Fall besser als das. Ärgerlich ist natürlich, dass unser Feuermagier draufgegangen ist. Das ist sehr ärgerlich. Aber naja. Gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen dieser verlustreichen Folge, Schlacht. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.